Baseline. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Just for Fun Millionaire Box in dem Sachsen Cola. Moin und wir spielen Noskov. Ja, genau. Spät in der Nacht. Und das Ganze ist so ein Spiel, ihr seht schon Third Person, aber die Grafik ist ziemlich gut. Und zwar ist das Ganze, was zum Fick? Es gibt zwei Teams. Es ist jeweils, vier Spieler. Jetzt habe ich erstmal hart mich in die Offensive begeben. Okay. Es gibt zwei Teams, die Vampire und die Jäger. Ich spiele gerade einen Vampir. Hier ist das gerade ein Jäger, also die Gegner. Es ist 4 gegen 4 und jeder hat so seine Angriffe. Genau, Showbox ist nicht mit in der Partie, weil das ist... Es geht irgendwie gar nicht. Es funktioniert einfach nicht. Aber es ist ja nicht so schlimm. Das ist auch noch eine Alpha, also eine Beta oder sowas in der Art. Early Access, ja. Das Spiel existiert schon ziemlich lange. Ich finde auch das Spielprinzip ziemlich gut, genauso wie die Grafik dafür Free to Play ist. Page Win ist auf keinen Fall, falls ihr das bedenkt. Oh Mann, warum bin ich immer alleine? Ich gehe immer alleine rein. Und genau das ist es, ist nämlich ein Teamspiel. Ziemlich viel auf Team basiert, oh ja. Weil ihr seht schon, man ist kaum down. Die sind kaum down zu kriegen, die Jäger irgendwie. Ich weiß nicht ganz. Spelling-Sing ist auch noch. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht richtig ausgewählt habe oder so. Ich spiele es auch schon ein Stück lang. Ja, ich habe es auch nicht meine erste Runde hier. Ist das ein Gegner? Nee. What? So, ihr seht schon, jetzt können wir gleich, wenn wir Linksklick machen, können wir hier abspringen. Keine Ahnung, wohin, deswegen gehe ich erstmal weiter. Ich finde die Vampire, dass sie so klettern können, auch richtig geil. Oh, nee, viel zu weit. Oh, hier, jetzt können wir hier nämlich uns das Essen holen. Denn wenn wir die anderen Leute essen, also aufschlitzen, sonst was, dann kriegen wir Leben dazu. Wir waren jetzt gerade noch voll, deswegen war das jetzt nicht so sinnvoll. Aber wir können... Ich weiß nicht, wo die jetzt alle sind. Ist doch jetzt schon die dritte Map, die ich hier sehe. Also, Maps, ich finde generell, das sieht übelst gut aus. Ach, das hat so das Ambiente, ne? No. Das sind ist zwar immer mal Netzwerkprobleme. So im Mondschein, es sieht halt einfach gut aus, ja. That's it, ja. Ja, ist ganz einfach gesagt. Und ich muss jetzt mal hier mit meinem Team suchen. Es ist auch P18, die, okay. Was ich jetzt nicht so richtig verstehen kann, weil so viel Blut sehe ich jetzt hier nicht. Also jetzt nicht so, dass ich hier, dass das, als der Bildschirm voll Blut ist oder so. Was zum... Was war das? Ich finde auch die Steuerung ziemlich flüssig. Also, ich muss nicht sagen, dass die gerade ultra kompliziert ist. Oh, ich habe einen Kill. Oh, viel zu viele Leute. Aber ihr seht schon, die sind immer schön zusammen. Ich muss mal bitte jetzt kurz gucken, wo mein Team ist. Aber wir sind Dritter, das geht auf jeden Fall. Geht klar. Das Fliegen ist immer noch gut. Als Vampir kann man zwar nicht sprinten. Nee. Aber. YOLO. Hier, der kommt mir nie weg. Haha, okay. Der wollte abhauen. Oh, jetzt 1000 Schaden. Und als einzelner Vampir hast du auch das einer von uns wie keine Chance. Ja, man hat nur im Team eine gute Chance. Was habe ich jetzt für einen Effekt? Alter. Okay. Ja, aber es schützt schon mal ganz gut. Ihr seht schon hier das, die Angriffe, die er hier gerade alle macht. In der nächsten Runde werden wir auch mal die Jäger zeigen. Genau. An sich ist das Spiel ziemlich, ja, ziemlich schnell, möchte man meinen. Man munkelt. Ja, es ist, also, es sei denn, man verkämpft sich jetzt voll krass, ne? Weißt du, was ich ein bisschen denke? Also, was ich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen fühle, das klingt gay, sondern wenn ich, woran mich das erinnert, jetzt habe ich es, das erinnert mich ein bisschen an Far Cry 4. Ja? Ja. Es gibt zwei Klassen. Krass. Einmal die Urmenschenklasse, also die sind nicht Urmenschen, diese bisschen naturbasierten, das sind jetzt hier die Vampire. Und einmal die, so halt bis jetzt sonst welchen Waffen, das sind jetzt hier die, Jäger, scheiße. Stimmt, ja, also so Far Cry 4 im Mittelalter, ne? Ja, ja so. Und auch mit dem Bogen, das auch übelst in Far Cry 4 so. Und die Grafik finde ich auch, das passt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Far Cry 4 nachmache ist, das ist Bullshit, aber... Nee. Aber so vom es ist richtig gut umgesetzt, finde ich, die Idee. Ja. Die Stimmung stimmt, das Controlling ist einfach, du kannst auch ohne das was gekauft hast, gut Damage machen. Das stimmt halt alles, so wie es sein soll, ja. Wo ist er hin? Er hat sich unsichtbar gemacht. Leute. Sheesh.
Das, ich muss sagen, es gibt auch keine stärkere Seite. Beim PS kommt halt immer auf die Spiele an, ne? Ob die gut im Team spielen oder nicht. Oh, den hab ich. Scheiße. Scheiße. Und wenn das Teamspiel halt funktioniert, dann funktioniert das. Und wenn nicht, dann habt ihr verkackt. Egal, ob ihr jetzt gekauft habt oder nicht. Kann ich nicht mehr respawnen? Doch. Doch, das dauert hier nur ein bisschen länger. Ja, ist trotzdem geil. Es wurde übrigens von German Gamer vorgeschlagen, also danke. Oh Leute, ich hab den mit meinem Sprung gekillt. Voll gut. Nee, geht mal weg. Ihr seht hier, das ist so eine Bombe. Da sehen die ja nichts mehr. Ich kann ja auch mal hoch. Ja, es ist so eine Blendgranate, gell? Ja, Blendgranate. Mehr oder weniger. Auf Vampire. Holen jetzt mal den hinter dem, denn da sieht es ja nicht. Oder auch doch. Okay, Entschuldigung. Ah, scheiße, ich gehe immer so hart drauf. Aber das ist, ich finde das, das macht richtig viel Spaß. Vor allem, ja, weil das nicht so viele Spieler sind. Das sind nicht so viele. Ich glaube, ich muss es mal kurz ein bisschen leiser machen. Ja, ich muss das Spiel auch schon hart leiser machen. So. Man kann sich halt auf jeden Gegner so richtig konzentrieren. Ja, man muss halt gucken, man muss sich das Reh schnappen, ja, was alleine so um die Welt genau fleucht. Die sind da oben. Ah, was ist jetzt? Komm, 5 Sekunden, 3, 2, 1. Hoch. Schack. Oh, geil. Sind die noch weiter oben? Ach nee, okay. Nein! Oh, ich hab richtig viel Schaden gemacht. Oh, ein Kill, Alter. Ich bin nur noch Vierter, Alter. Ihr seht, ich habe nicht ganz volles Leben und jetzt exekutieren. Ihr steht unten links mit 915 und jetzt 1000. Voll gut, man kann sich nämlich heilen. Ja. Ja. Also jetzt wirklich, das muss man auch schnell erkennen hier, dass man sich gegenseitig supportet, ne? Genau, deswegen gehe ich, glaube ich, jetzt zu meinem Team. Ja. Ach ja, das Hochklettern ist auch wie ein Far Cry 4. Ist wirklich so. Gut. Komm mal mit euch. Ah. Scheiße. Okay, da sitze. Hier noch die speziellen Fähigkeiten, dass es nicht nur eine Fähigkeit gibt. Alter. Ah, die Zombies, die können. Also Zombies, sagen wir, Vampire können schon gut Schaden. Ah, noch eine Minute. Nehmen. Nein. Ich bin Dritter. Ja. Ich werde nicht Letzter. Ein XP Kill Unterstützung, Junge. Ein XP. Die Menschen stehen kurz vor dem Sieg. Bullshit, oh. Wir gewinnen. Nein. Hat das übelst knapp, übelst, Alter. Ja, bei mir ist auch gerade übelst knapp. 27 zu 26. Echt, bei mir ist 29 zu 21. Trotzdem knapp. Aber wir werden gewinnen. Cool, unterstützt dein Team. Ja, ich bräuchte jetzt erstmal in erster Linie einen Kill, ne? Oh shit. Fuck. Kommt Leute, ein Kill schaffen wir noch. Alter. Jetzt räumen sie ja auch ab bei mir. Oh, jetzt mach ich den fertig, ja. Den mach ich fertig. Ja, ich hab ihn getötet. 29 zu 28. Nein! Alter, komm. Und? 38 zu 29 haben die gewonnen. Oh, was? Nee, was? Oh, schade, Alter. Feind hat 30, ja. Alter, ein Kill. Oh, das ist mies. Ein Kill. Ah, jetzt sind wir gleich egal, wir können gleich weitermachen. Ja, genau, wir müssen keine große Pause machen. Ich muss mal ein neues Spiel suchen. Explosionsfall hatte ich vor uns. Hey Leute, es geht gleich weiter, das ist übelst geil, keine Pause. Finde ich auch gut. Ihr seht, Jetzt haben wir so kleine Ausrüstung hier, Bogen. Ich bin sogar Level 2 geworden dabei. In der Tat, Gold verdient. Was bin ich? Was man auch mit dem Shop dann kaufen kann, sind zum Beispiel, ja, beim Jäger dann besseren Bogen oder sowas oder Tränke. Das ist halt alles so ein bisschen so mittelaltermäßig gemacht. Dort, wo man halt diese Vampir-Mythos existiert hat, sag ich mal. Es geht los. Genau hier, ihr seht, der Jäger kann sprinten. Aber kann auch hier hochklettern? Nee, der kann nicht klettern, okay. Nee, der kann nur laufen, genau. Dafür geht's nämlich an die ganzen Treppen und so. Hab ich andere Waffen als meine, als mein Bogen? Na halt eben Q und F, ne? Also. Ja. Wie du auch was machen kannst. Genau, das sind immer die Einheiten, die man, diese Fähigkeiten, ja, die man sich wählen kann. Man kann auch in der Lobby gut erkennen, ob jetzt einer Profi ist oder nicht, weil man kann, wenn man Profi ist, sein Banner ändern. Oh, guck mal, wie's haut, wie's. Wieder Poke. Ach man.
Ach so, das sieht so aus, okay. Ich muss schon sagen, ich bin von dem Spiel echt angetan. Wenn ihr mehr davon sehen wolltet. Ja. Genau. Ah, shit, schreibt was ich ganz vergessen habe zu sagen. Also hat alle, die jetzt nachgucken, ne? Ja, in ja. der Beschreibung ist immer noch der Link für die Abstimmung für das nächste Just for Fun, weil wir lassen das noch laufen, weil jetzt machen wir erstmal das. Und alle, die noch nicht abgestimmt haben, können das machen. Alle, die schon gemacht haben, danke. Aber ihr könnt nicht nochmal. Vielen Dank für den Support, Leute. Wir kriegen jetzt erstmal hier aufs Maul. Oh, shit. Aber ich spiele noch ziemlich viele Leute, obwohl es schon sehr, sehr spät ist. Hätte ich nicht gedacht, dass die Lobbys da noch zu voll wären. Ich hätte gedacht, easy, wir finden ihn. Ja, hab ich ihn gefunden. What the fuck, wo ist er hin? Hast du gedenkt, hast du das, ne? Okay, ich hab grad... Da. Man muss halt ein bisschen klicken mit dem Sprung, ne? Ja, man muss halt... Oh, spammen, jetzt hab ich gekillt, jetzt kann ich weg. Weg. Du bist verletzt, nein. Versorgungsstation braucht... Lol, wo schleppt er mich hin? Hallo, ausblenden. Was hat er gemacht? Führen wir oder führen die? Ich weiß gar nicht, was ist oben? Du musst Tab drücken und dann siehst du, welche Farbe, auf welche Tabelle, auf welche Farbe du da bist. Ja, okay, da steht's 1:7:1 für die. Hey, da hab ich aber den einen Kill gemacht. Was ist mit meinem Team los? What? Lol, 7:1 für die? Ja, die Vampire können halt ziemlich stark das schon, die Strategie zerstören, ne? Oh, der hat gesessen bei mir. Der ist fast down, aber ist auch schon wieder weg. Fuck, alter, chill. Was macht der für Angriffe? Oh. Ach, ich kann das ändern. Ja, Hilfe. So. Ich finde auch die Texturen super, also das muss ich nochmal betonen. Ja. Bitte, schnell. 10:3. Wir haben aufgeholt. Warte. Ja. Bisschen. Gucken wir jetzt. Nein, weiter sprinten. Gucken wir mal, was jetzt. Wo die alle sind. Hier ist einer von mir. Jigger, aka Gurkensohn. Gurkensohn. Oh shit. Nee, der haut mir jetzt nicht ab. Haha. Den hab ich gekillt. Ah, ich hab mir glaube ich übelst viel Schaden damit selbst gemacht. Ich hab diese Explosionspfeile direkt. Direkt vor mir gemacht, weil der vor mir war. Kann man machen, ne? So, los jetzt im Team hier, Leute. Wo geht ihr lang? Komm, hier. Oh nein, fast gekillt. Schade. Manchmal ist es auch so richtig knapp, ne? Auf jeden Fall. Haben einer wir in der muss letzten halt den Runde Anfang gesehen. Machen und meistens bin ich immer der, der den Anfang macht, dann sterbe ich immer als erstes. Entschuldigung. Schloss. Oh, ich hab einen Kill. Sehr gut. Ach. Was ist das hier? So. Wo ist denn hier jemand? Ich vergesse immer das Sprinten, weil ich das vom Vampir gar nicht gewohnt bin. Ich gehe mal zu meinem Team. Ach, die sind die alle tot? Ach, das sind die Pfeile immer. Na, siehst du, man lernt nie. Ah, da ist einer. Nein, warum werfe ich das? Oh. Kann ich auch hoch? Bitte. Mann, hallo, bitte. Oh, man ja, kann sich auf dem Dach eigentlich übelst gut verstecken, merke ich jetzt, ne? Ja. The fuck? Warum bin ich instant tot? Nein. Oh, ich wurde auch gerade instant zerschossen, Junge. Es gibt halt auch so OP-Waffen und so, die man im Laufe eines Noskov-Lebens freischaltet. Ja, zum Beispiel, es gibt auch so ein Spiel, wo das der erst ab Level 5. Ja. Aber gut. Ist das hier auch ein Gegner? Ja. Ja, einfach mal reinspammen, ne? Okay, Leute, jetzt gibt's aufs Maul. Die springen bestimmt gleich von oben wieder runter. Na kommt. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Sind die beide gestorben? Oh nein, er hat meinen Kill weggenommen. Oh. Das manchmal dieses Kill wegnehmen ist auch richtig extrem irgendwie. Ja, stimmt, weil jeder Spray rein. Du hältst jeden an, so bis du geht nicht mehr. Ja, bis ein HP, dann stirbst du und dann kriegt er einen Kill. Mann, ich hab grad keinen Plan, wo die da.
Da war der Gurkensohn. Ich muss ja mal gucken, dass ich auf die F-Taste dann komme. Was kann der hier einfach so durch? Hier war einer. Shit, nein! Ich lebe noch. Oh, ich wollte mich gerade. LOL, der fliegende Typ hat mich geholt. Ich wurde gerade von so einem fliegenden. Kennst du die Leute mit den Flügeln? Ja. Der hat mich gerade geschnappt und mich weggeflogen. Ja. LOL. Och man, ich sterb nur als Vampir. Ich sterb gerade nur als Jäger. Ich bin auch richtig gut als Vampir. Also richtig gut, naja. Richtig gut als Jäger irgendwie. Oh shit, was hab ich jetzt? Es kommt natürlich darauf an, wie das Team zusammenarbeitet, ne? Immer. Da sind die. Ach, jetzt sehe ich die Namen. Vor uns gar nicht. Die Vampire stehen kurz vor dem Sieg, ja. Ha! Kill Unterstützung. Ach was, das war mein Kill. Jetzt rennen die wieder weg. Die sind bestimmt auf den Dächern, wo ich die nicht sehe. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ich auf die Dächer komme. Ob es da irgendwie. Ja. Oh, das war mein Kill. Sehr gut. Fuck, drei Vampire gegen mich. Okay. Rückwärts zur Lobby. Instant zerschossen. Es geht wahrscheinlich auch Sniper oder sowas. Okay, die erste Runde war 29:30 und die jetzt 10:30. Wir haben leicht nachgelassen. Ja, gut, ne? Drücke Tab, um Punktestand. Ich war Erster. Hä, Kohle, Alter, voll OP. Ich hatte 6 Kills und 4, ne, 7, 6 Kills und 7 Tode. Ja, geht. Die anderen hatten 7-7, 7-8, 4-8. Ich war Erster, okay. Warum waren wir dann als Vampire so gut? Waren das andere? Und da war ich Dritter, genau. Mit 18-15 bei Vampir. Läuft auf jeden Fall. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt gern eure Spiele, die ihr sehen wollt, in die Kommentare. Stimmt ab auf der Seite der Dingens. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.